Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Live in the Woods. Der Max ist auch wieder mit am Start. Hallöchen. So, wir haben Redstone gefarmt und ein bisschen Eisen, damit wir schöne Sachen bauen können, um endlich mal unsere Nahrungsversorgung hier zu stabilisieren. Ich bin nämlich immer noch der Meinung, dass ich aus Milch Tofu machen kann. Und ich hoffe, dass das auch funktioniert. Mal gucken. Ich werde dir nicht widersprechen. Wurde schon zur Strafe in die Höhlen verbannt, um sich zu sammeln. Genau. Nee, also mal gucken, das wäre schon ziemlich gut. So, wo haben wir denn Eisen? Ja, das können wir erstmal brennen. Das Gold können wir auch mal eine Runde brennen. Und dann passt es. Sehr gut, sehr gut. So. Oh, unser Apfelbaum ist gerade gewachsen. Sehr schön. Ja, das ist super. Haben wir schon mal eine Nahrungsquelle. Das gibt zwar nicht viel, aber es ist immerhin etwas. So ist es. Ja. Woher hat dieser Zombie ein Eisenschwert? Das ist die Frage, ne? Ich hab's nicht fallen lassen. Sagst du doch jetzt nur so. Möglich. Was weiß ja keiner. Ich habe übrigens die Aufnahmen. Erdbeeren gefunden. Gucke die Aufnahmen. Du hast es gesagt, definitiv. Ja, siehst du, Aufnahme ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich entschuldige mich schon mal vorhin, dass die ersten Folgen wahrscheinlich etwas chaotisch werden und auch längentechnisch etwas anders als gewohnt. Aber das wird sich jetzt nach und nach einpegeln. Das ist halt ein neues Projekt, da muss man erstmal gucken, wie man das hier alles so hinbiegt. Jo, jo, jo. Ich habe Sellerie auch noch gefunden. Mm. Tee? Müssen wir die ganzen Sachen nur noch anpflanzen? Da müssen wir die ganze Sache einpflanzen, das ist richtig. Aber das, ja, das hat ja noch Zeit. Also ich finde, das meiste habe ich festgestellt in der Zeit, wo wir gekocht haben, weil du irgendwann eh nur noch diese Festtagsmahlzeiten machst. Ich kann dir mal zeigen. Diese Festessen, weil die bringen am meisten Sachen. Ja. Super ist immer hier so Beef Wellington. Da braucht man schöne Sachen. Das zeige ich jetzt nicht alles. Das sehen wir im Laufe des Tages auch. Oder das Delighted Meal, Burger und Pommes. Das sind so die Standardsachen, die wir eigentlich immer gemacht haben. Ich habe dann irgendwann auch mal die Supreme Pizza gemacht. Findet am meisten Hunger und Nahrung wieder auf. Also ich war eher immer der Sandwich-Fan, muss ich sagen, und ich habe immer diese langen Baguette-Sandwich-Sachen gemacht. Ja, die sind halt auch cool, ne? Also da kann man schon so ein bisschen rumspielen. Ja. Das habe ich dann auch gemacht, einfach nur, weil es halt lustig ist, ne? Ja. Aber so, um wirklich Nahrung effizient zu haben, sind diese Festtagsmenüs echt am besten. Ich habe eine Sojabohne. Die behalte ich. Daraus mache ich Tofu. Wenn das mit der Milch nicht klappt. Ich wundere mich immer, warum das so komisch ausgegraut ist. Ich vergesse immer, wenn ich in der Suchleiste was suche, das wieder wegzumachen, damit es nicht ausgegraut ist. Hier unten nichts für mein Herz, das sage ich dir jetzt schon. Ich glaube, du musst mich nachher einsammeln und ins Krankenhaus bringen. Hast du so eine komische Hülle jetzt gefunden, ja, die du lootest? Es geht. Du weißt das doch, du gehst einen Gang lang und denkst, doch bald ist es zu Ende und dann gibt es drei neue Gänge. Ja, ja. Das klassische Minecraft-Problem. Und du denkst, ja, die Gänge mache ich noch schnell. Und schwupps, hast du drei neue Gänge. Ist das nicht toll? Das ist wahr. Ein Hoch auf Minecraft. So, wie mache ich denn jetzt die Pistons? Habe ich schon vergessen. Pistels? Ach, wir googeln einfach Presse. Googeln ist auch gut, ja. Wir googeln in Minecraft. So, wir brauchen... Ach, Kolben. Das haben sie auf Deutsch hier. Kolben. Stein, Holz, Eisen, Redstone. Habe ich von allem noch was? Ich habe kein Holz mehr. Fällen wir unseren Apfelbaum. Oh Gott, nein. Ich bitte nicht. Nein, natürlich nicht. Es gibt doch andere Möglichkeiten. Warum tust du mir das an? Oh, vielleicht von beiden Seiten hier. Die Zombies ist ja auch nett. Und dann gleich noch eine Spinne, genau. Das muss ich ja halt auch lohnen. Wir müssen unbedingt so ein kleines Holzhaus bauen. Oder? Nein! Oh! Das war auch gemein, ne? Da kam einer, den habe ich gesehen. Und plötzlich kam von hinten einer, der mich angriff. Dann habe ich mich gedreht, damit ich beide habe. Dann kam von hinten nochmal eine Spinne. Oh. Ist es denn gerade Nacht oben? Ja. Achso, ja, stimmt. Vielleicht sollten wir mal schlafen gehen. Ne? Vielleicht sollte ich jetzt erst schlafen gehen, bevor du respawnst? Ja, ist das Tag? Ist zu spät. Nee, ist nicht Tag. Ich bin schon wieder respawned, aber wir können jetzt schnell schlafen. Ich gehe ins Bett. Okay. Bett. Ich auch.
Das ist tatsächlich auch eine Neuerung bei Life in the Woods, die ich auf der einen Seite ziemlich praktisch finde mit diesen Grabsteinen, ne? Ja, das stimmt. Die Sachen sind Du halt nicht hast verloren. richtig, du hast halt, du musst den Grabstein wiederfinden, aber auch da haben sie sich ja was Nettes einfallen lassen mit diesem Lichtstrahl, der dann erscheint, wenn du weiter weg bist. Das Problem ist, du siehst ihn halt nicht allzu weit. Also das sind vielleicht 100, 150 Blöcke. Das heißt, wenn du nicht weißt, wo in etwa du gestorben bist, also den Weg dahin nicht wieder Das zurückfindest, stimmt. wird das halt auch ein Man, bisschen. das stimmt, man muss grob wissen, was man da, wo man war. Das ist richtig. Gut, ich bin jetzt halt direkt hier neben dem Haus gestorben, von daher geht das. Aber das ist halt gut, man hat zum einen nicht mehr dieses Zeitproblem, oh, ich muss innerhalb von 5 Minuten da sein, sonst ist es halt weg. Und man findet es halt auch wieder relativ gut. Oh, jetzt muss ich erstmal Holz sammeln So, gehen. da oben sehe ich Tageslicht. Das Problem ist bloß, kommen wir da nicht hin. Und unten drunter ist überall Lava. Mr. Lava Genau, ja. Ja, besonders heiße. Genau. So. Ich glaube, ich komme erstmal zurück. Habe genug gesammelt und bevor ich hier sterbe und das alles hier unten irgendwo liegen bleibt. Ich mich auf den Rücken. Das ist eine gute Idee. So, ich habe jetzt auch wenigstens ein bisschen Holz. Das ist gut. Ich habe das bei einer der letzten Folgen schon gezeigt, ne? Auch mal nochmal das Wasserspiel, so mit den Fischen und so. Ich finde es halt einfach unglaublich schön gemacht, weil es ist an sich nicht viel anders als so dieses Vanilla-Minecraft, was man kennt. Aber halt unglaublich viel detailreicher und liebevoller und eben auch ein bisschen kniffliger, also gerade so am Anfang, ne? Mal hier, wir schieben uns eine Scheibe Fleisch rein, reicht halt nicht. Nee, das ist halt leider auch das Schwierige an der ganzen Geschichte, weil du halt nur damit beschäftigt bist, am Anfang wirklich, hol dir das Essen, sammel es. Wenn du nichts hast, wird es halt richtig schwierig. Richtig. Aber das hatte ich, das hatte Schoko Ruffy vorhin auch gesagt, das ist halt eigentlich gerade das Schöne eigentlich. Dass es eben nicht so simpel ist, wie man es kennt, sondern halt auch mal ein bisschen was tun muss jetzt. Also so wirklich ein bisschen Survival Mode. Also am Anfang auf alle Fälle. Also ich bin froh, wenn ich einen Stapel von Essen in der Tasche habe und viel mehr werde ich wahrscheinlich auch nicht finden. Aber für große Ausflüge oder so, ne, dafür reicht das definitiv nicht. Nee, auf keinen Fall. So, jetzt haben wir die Pistons. Das kommt so, das kommt so. Jetzt kommt da Eisen und da und da und da. Und dann haben wir einen Presser. Das ist ja schon mal gut. Mir gerade nicht sicher, So. wo ich hierher komme. Hier. Und jetzt die Stunde der Wahrheit. Hier komme ich. Sehr gut. Was ist, wenn ich jetzt hier Milch reinpacke? Ach, das? Nee. Muss ich da Milch reinpacken? Wo muss ich denn die Milch reinpacken? Nee, da muss ich die Milch reinpacken. Na, und? Warum? Ja, nee, passiert gerade irgendwie nicht allzu viel, ne? Muss ich da noch Salz mit reinpacken? Ich muss mal oben reinpacken, immer bei dir. Die muss man mal oben reinpassen. Da passiert aber nichts. Warum nicht? Dann ist das Warte. wahrscheinlich wirklich nicht so, wie du das gedacht hast. Und warum nicht? Warum habe ich immer... Ah, Ich aber habe wenn ich keine Ahnung. Sojabohnen reinpacke, dann passt das. Warum habe ich so viel Milch gemacht? Ich weiß es nicht, aber Milch kannst du bestimmt auch Du trinken. kannst sie Was tun wir trinken mit Milch? wahrscheinlich, ja. Vielleicht muss ich auch erstmal noch was anderes damit machen. Tofu. Komm, wir gucken. Wir googeln jetzt mal Tofu. Sojamilch. Ah ja, und die Sojamilch haue ich da oben rein. Wieder. Wikipedia sagt, Sojamilch ist ein aus Sojabohnen hergestelltes pflanzliches Getränk. Hast du das gehört? Mein Handy veralbert mich. Na, ich wollte gerade Tofu googeln und habe dann jetzt festgestellt, so während ich gegoogelt habe, mit der Sojamilch und sag Sojamilch und dann sagt mir mein Telefon hier von wegen, ich habe mal Sojamilch für dich gegoogelt. Finde ich toll, Google, danke. Wollte ich jetzt aber gar nicht wissen. Du bist da sehr hilfsbereit anscheinend. Und während Ja. du das machst, ich mache hier erstmal ein bisschen, damit wir überhaupt mal vorwärts kommen im Ganzen. So.
Also ich habe jetzt zweimal Tuch. Toll, ne? Das muss man doch anders. Das ist der auch. Hammer. Also zweimal, was habe ich? Silken Tofu habe ich. Sojabohnenpresser. Firmtofu. Wie machen wir denn Firmtofu? Aus der Tofu-Pflanze. Genau, du machst erst den komischen Wabbeltofu, also die Milch, Sojamilch, dann Wabbeltofu und dann Firmtofu. Eben das immer wieder dadurch schickst, quasi. Ja, ich sehe gerade. Okay, also wir brauchen einfach Sojabohnen. Yep. Aber. Oh. Möchtest du welche haben? Oder darf ich die anpflanzen? Ja, bitte. Nee, mach ruhig. Ich habe jetzt zweimal. Jetzt habe ich mich gefreut, dass wir noch diesen schönen Milchback haben und ich jetzt Unmengen an Milch habe. Dann bringt mir das gar nichts. Kann man denn mit Milch nichts Sinnvolles anfangen? Na, erstmal nicht. So, ich brauche dann Weizen für den Teig. Dann kann ich das Bacon-Dings machen. Burger. Burger könnten wir vielleicht machen. Ich muss jetzt irgendwas Sinnvolles mit dem zweimal Tofu machen können. Achso. Brot. Hm. Aufheben. Och Mann. Ja, was anderes bleibt uns jetzt gerade tatsächlich auch nicht übrig. So ein Mist. Naja, es war ein Versuch. Mit Zeug. Schmeiß mir noch mehr Zeug dazu. Ja, schmeiß dir Zeug dazu. Hier zum Beispiel noch ein Stack Milch. Ja gut. Ich hab auch noch eine Pfanne. Eine Pfanne habe ich schon gemacht. Dann, ne? Ein Rucksack. So. Ein Rucksack können wir noch machen. Eile. Hast du gerade das Gold rausgenommen? Nein. Ich habe gerade Gold in die Kiste geschmissen und das ist plötzlich weg. Witzig. Da ist ein Stapel Gold. Ah, jetzt ist er da. Hm. Interessant. Very, very interessant. So mal für ein Erscheinung Rucksack. Hast... Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben einen Rucksack. Oh ja, das Rucksäcke ist... sind wichtig. Aber man konnte man Tofu nicht auch noch anders machen als mit Sojabohnen? Ich glaube nicht. So, ich habe 17 Knochen mehr. Wollen wir kurz darüber reden, wofür ich die jetzt nutze? Die Hälfte für Sojabohnen, die andere Hälfte für Weizen. Alles klar. Würde ich vorschlagen. Weizen nicht für Kartoffeln, weil Kartoffeln sind doch wahrscheinlich einfacher, oder? Ja, stimmt, wir kriegen nur einen Weizen raus, ne? Ja, und ich glaube, für Brot braucht man drei. Ja, das stimmt. Ja, dann mach Kartoffeln, dann machen wir Backkartoffeln. Weiterhin? Backkartoffeln sind bestimmt auch machbar. Den Anfang wäre das ja schon mal eine Geschichte. Die schon weit sind hier. So, zack, zack. Das pflanzen wir an. Gut. Ich. Sehr schön. Möchten Sie Kartoffeln haben, junge Frau? Gerne. Dann hau ich die mal. Stelle ich mich mal hinter den Herd und mach mal ein bisschen Essen. So schlimm ist das jetzt hier auch. Nee, hier das Eisen raus. In der Mitte ist frei. Da hat aber jemand ordentlich Eisen gecraftet, hä? Das Schöne ist, man findet halt relativ viel Eisen. Das Doofe ist, man braucht eigentlich auch Eisenwerkzeuge, weil die anderen Sachen so schnell kaputt gehen. Steinwerkzeuge. Das Eisen da wirklich... Das Maß der Dinge ist, die man so haben will. So, da kommt noch ein extra oben drauf. Macht dann das Getreide. Extra vor sich hin. Ich weiß immer nicht, google ich jetzt das englische Wort oder google ich jetzt das deutsche Wort? Durch diese ganzen Mods, die halt verschiedene Übersetzungen haben. Ach so. Ah, ich kann zum Beispiel Käse machen aus Milch. Käse eingeben. Käse. Cheese musst du eingeben. Achso. Käse ist zum Beispiel nicht übersetzt. Käse musst du Cheese machen. So, ah, okay. Butter. Butter könnten wir auch
Ah, den muss ich mit Tofu machen. Ja, oder mit Heavy Cream. Im Zweifel den mache ich Heavy Cream. Englisch, ne? Ah, siehst du, Heavy Cream kann ich auch mit Milch machen. Holz, Holz, Stäbchen. Ach mal, wie viel Eisen haben wir denn jetzt? Lohnt sich das schon für eine Rüstung? Theoretisch schon. Wollen wir uns mal Rüstung basteln? Bastel uns mal Rüstung. Warum nicht? In der großen, grausamen Welt, wo es nur ums Überleben geht. Habe ich die Pfanne schon gemacht? Weiß ich jetzt nicht. Nee. Saucepan habe ich gemacht. Habe ich jetzt... Wo ist mein ganzes Eisen? Ich habe. Klaue ich mir jetzt. Okay. Klaue ich mir jetzt. So, zack, ein Eisen. Ich und ein Stab. Alles. Ah ne, Saucepan haben wir schon. Dann brauche ich das... Okay. Butter kann ich also auch machen. Das heißt, wir können auch wahrscheinlich bald Sandwiches machen. Mit ein bisschen Brot. Noch mal eine schöne Nachricht. So, da in der unteren Kiste liegt deine Rüstung. Das ist nett, danke. Nehmen wir uns das. Sehr gerne. Mal. Oh, ich fühle mich gleich viel wohliger, wenn man diese Rüstungsanzeige sieht. Ja, ein Pott brauchen wir. Kommt mal her, Creeper. Okay. Jetzt könnt ihr mir gar nichts mehr. Es wird Nacht, wir sollten schlafen gehen. Jo, machen wir. Tada! Hier unserer behaglichen Butze, so unter freiem Himmel. Das hat sowas Romantisches. Findest du das nicht schön? Ja, doch. Ist schon nett. Nacht vorbei und so. Oh, jetzt gucken wir mal, was brauchen wir denn noch? Gut wie alles. So gut wie alles, ja. Also ich brauche erstmal noch keine Kartoffeln, die kannst du erstmal noch behalten. Ich hab okay. Was an Fleisch. Alles klar. Dann brauche ich erstmal... Lecker, lecker. So, dann nehmen wir uns hier mal ein Stack Milch und machen mal so ein bisschen Zeug. Zeug? Dann gucken wir mal, was wir da draus... Ja, Zeug. Sowas wie Butter, Käse... und Sahne. Und dann gucken meinst wir mal, also was war da draus. Life in the Woods ist mehr sowas für die geneigte Hausfrau, ja, die sich total austoben kann in der Küche. Also ich find's super. Ich kann mich nicht beschweren. Ich find's auch witzig. Allein was für Möglichkeiten es gibt. Ich meine, wenn man sich mal die Rezepte anguckt, was da möglich ist, ja. Ja, eben. Man kann sogar Schokoeis machen. Ja. Oder eine kleine Tasse Espresso. Es ist alles dabei. Wirklich alles. Ah, Salz. Jetzt brauchen wir Salz. Übrigens mal so hier Rucksack, ne? Man kann Rucksäcke herstellen. Ich zeige euch das mal. Zack, Rechtsklick, habe ich quasi nochmal ein Rieseninventar. Das ist halt super. Da kann man so mal den ganzen Scheiß reinmachen, den man halt nicht sofort braucht. Bis man mal Gelegenheit hat, sein Inventar auszumisten. Ich finde das super. Wenn sich jemand fragt, warum mein Inventar hier schon wieder so ausgegraut ist, weil ich immer noch nicht geschnallt habe, dass man das einfach wegmachen muss. Der graut quasi alles aus, was ich nicht als Suchbegriff passt. Da, was ich da nicht eingegeben habe. Genau. Salz. Salz brauche ich. Salty Salz. Mittleres Schubfach? Nein. Sag mal, haben wir denn jetzt einen Plan? Mein Plan, sage ich mal zumindest, ist aktuell der, dass wir halt uns hier so ein erstmal einen Grundstock an Nahrung machen. Also an der Nahrung, die uns halt auch wirklich so viel Nahrung bringt, dass wir auch ein Stück laufen können, etc., ohne bald zu verhungern. Und wenn wir das geschafft haben, ziehen wir los und suchen uns ein schönes Fleckchen so für unser erstes Dörfchen, Städtchen, so die Richtung. Okay, gut, dann das bleibe ich hier und mache den Kram hier. Ja, genau, das war jetzt so mein grober Plan. Vielleicht habe ich noch irgendwelches Zeug da, damit wir ein kleines Häuschen bauen können. Ja, dann siehst du. Genau, also das finde ich vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir hier so eine kleine Base machen quasi. So auch für Leute, die dann vielleicht später dazu spawnen. Kriegen wir doch gepackt. Und mitspielen wollen. Das kriegen wir doch hin. Wir haben doch hier vorbereiteterweise schon Kreidestein. Wir brauchen das und wir brauchen das. Sehr gut.
Warum wir hier das Weiße Haus? Sausage and Bread. Oh, mach mal Ketchup. Burger. Also ich habe auf jeden Fall Butter und Käse. Also das wir theoretisch ja, Cheeseburger machen könnten, wenn wir Brot hätten. Wenn ich haben, weil Getreide wächst langsam. Ja, ich vermute, das liegt halt tatsächlich auch an der Höhe, dass wir eigentlich auf einem Berg gerade alles aufbauen. Aber das macht nichts. Ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite, wir haben ja keinen Stress. Es gibt ja kein Ziel im Sinne von, wir müssen in 3 Tagen dies und das gemacht haben. Ah ja. Ah, du baust jetzt hier quasi gerade so ein bisschen... Ich mach das schön. Also wenn wir hier schon was bauen, dann machen wir das schön. Okay, das klingt nach einem Plan. So, ich habe jetzt ein bisschen Essen. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt mit dem bisschen Essen? Das kann ich jetzt noch nicht so krass verwerten. Was bräuchten wir denn noch, um jetzt was Vernünftiges mal zu essen zu machen? Tatsächlich brauche ich Teig. Und Teig kriegen wir mit Salz. Wo habe ich es denn? Ja, das durchscrollen. Da ich nicht weiß, wie das, ich kann mir mal nicht merken, wie dieses Teigding heißt hier. Das sind auch solche Sachen. Keine Ahnung. Da, Duff. Duff. Da brauche ich Wasser. Und Mehl. Wasser, Mehl und Salz. So, und Mehl ist halt auch das Problem. Ich kann Mehl aus... Achso, aus asiatischem Reis machen. Ja, na gut, asiatischer Reis bringt uns da jetzt nicht so viel. Ich kann mir das auch Kartoffeln machen. Verdammt! Das wusste ich nicht. Dann hätte ich nicht alle Kartoffeln verbraten. Wir können aus Kartoffeln Mehl machen. Also die nächste Kartoffelration wird nicht gebacken, sondern daraus wird Kartoffelmehl gemacht. Und aus dem Kartoffelmehl mit Wasser und Salz kann ich nämlich dann Teig machen. Und mit dem Teig und Tofu oder Fleisch können wir Beef Wellington machen. Uiuiui. Da sieht man auch schon das ewig. Problem. Je besser die Rezepte sind, desto umständlicher ist es quasi dann, sie dann zusammen zu basteln. Das ist richtig. Das ist tatsächlich nicht so einfach, aber gut. Was muss, das muss, ne? So, dann gehe ich jetzt mal Wasser craften. Weil... das mit dem Milchback, das funktioniert bei Wasser leider nicht. Sehr tragisch. Was aber das Schöne ist, wenn du mit einem Eimer Wasser sammelst, dein Inventar aufmachst und das Wasser in dein Handwerksding machst, kriegst du frisches Wasser raus und kriegst den Eimer zurück. Das heißt, du musst nicht immer 1000 Eimer mitschleppen. Das stimmt. Aber, und du kannst es vor allem stacken. Wassereimer kann man ja nicht stacken. Wasser, frisches Wasser schon. So. Das ist ganz schön. Das ist aber halt eine Menge bekackte Arbeit, das zu sammeln, wenn ich das mal so sagen darf. Wird halt nur bedingt einfacher, ne? Ja, das ist richtig. Jetzt gucke ich mal. Es gibt nämlich, was ich bei dem Vanilla Minecraft gerne gemacht habe, war in meinen Küchen dieses Waschbecken zu setzen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber dieses Waschbecken gibt es jetzt in verschiedenen Rohstoffformen. Also Materialform. Und da ist auch welches dabei, welches permanent Wasser speichert. So dass du nicht jedes Mal zum Wasser rennen musst. Du machst da einmal Wasser rein und dann ist gut. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß leider wieder nicht, wie es heißt. Ja, ich scroll gerade durch. Es sind ja nur 18 Seiten. Das ist doch ganz annehmlich. Könnte schlimmer sein. Oh, auf jeden Fall. Cauldron ist das, glaube ich. Irgendwie sowas? Oh, ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Bin ja sowieso so ein englischer Schmied. Sagen Sie mal, junge Frau, wie hoch darf das Haus denn werden? Ach du, mach wie du da gerne möchtest. Eher so mit Keller oder eher so mit zweitem Obergeschoss? Ich bin eher so ein Freund von Obergeschossen. Wobei, wenn wir vielleicht eher quasi einen Aufenthaltsraum machen und dann einen Keller so für vielleicht Vorräte, wäre vielleicht sinnvoller, ne? Dann lasse ich das am besten bei der Höhe hier. Water Barrel. Genau, ein Water Barrel machen wir. 3x Holz und 6x Eisen, das sollten wir ja hinkriegen. So, dann mache ich den Wassereimer nämlich mal voll. Und dann mache ich nämlich oben eine Wasserstation. Und jedes Mal den Berg hier runter. Mir total blöd, wieder rauszukommen, finde ich. Ich höre auch irgendwo einen Zombie hier. Keine Ahnung wo, aber... Und zwar eine Treppe nach unten bauen. Ja.
Das habe ich mir auch gedacht. Macht ja nichts, ich habe ja Zeit. Ich schaue ja aufs Gemüse und gucke beim Wachsen zu. Perfekt. Und was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Ich guck dem Gemüse beim Wachsen zu. Arbeitsbeschreibung, die ich hier hatte. Ja, ne? Ich finde auch. Kann man machen. So, ich habe mir jetzt hier mal direkt das leer, das leer. Hier sind noch ein paar Kartoffeln drin. So, ich habe. Warum habe ich denn schon wieder kein Holz mehr? Warte mal, ich habe das in meinen Rucksack gepackt. Stimmt's? Ich habe. Ja, stimmt. Weißt was? Ich habe das in meinen Rucksack gepackt. Das Holz. Mich gerade gewundert, dass ich schon wieder kein Holz habe. Das Schöne an diesem Haus ist, Warum? ne, sieht es auch Kilometer hinweg noch. Weil es so schön weiß ist. Oh, ich brauche unbearbeitetes Holz. Das ist natürlich doof. Damit kann ich nicht mehr dienen. Oh. Was habe ich leider Ich auch nicht? nicht. Ich auch nicht. Dann fällen wir also einen Apfelbaum. Nee, machen wir Ja. nicht. Aber Kreide ist natürlich bei einer Creeper-Explosion wahrscheinlich das halbe Haus weg, ne? Das ist, glaube ich, egal. Dann darf hier halt keiner hochgehen. Ganz einfach. Genau. Geht kein Creeper hoch. Kommst du aus solchen Ideen? Wir sind doch vorsichtig. Ist ein Argument, ja. Hast du hier irgendwo schon einen Eingang? Ja, auf der Seite Richtung Feld. Ach, hier. Ich sehe schon. Ich mache gerade noch das Dach und dann gucken wir mal, wie wir das weitermachen. Auf jeden Fall müssen wir dann mal das Bett hier reinstellen. Ja, das kannst du gerne schon machen, wenn du willst. Du hast die Betten. Die Betten? Ach so, oh, ist ja bald schon wieder Schlafenszeit, ne? Ja, eben. Ah! Es wird nämlich schon wieder dunkel. Überraschung. Ja, ich mache noch kurz das Dach fertig. Mach mal. Weil wir müssen Fackeln rauf, denn sonst haben wir Creeper drin. So. Hallo. Das klang nach Fallschaden. Ach Quatsch. Kommt dir nur so vor. Das ist ja gar keine Erde. Ich dachte, das ist Erde. Das ist braune Wolle. Na gut. Betten stehen. Sehr gut. Darf geschnorchelt werden. Eins. Ja, und damit ist dann auch schon wieder Zeit für das Ende einer Folge. Ich habe schon wieder völlig überzogen. Aber das macht nichts. Gut, ausgeruht geht's dann beim nächsten Mal weiter. Der Sonne entgegen. Macht's gut.